Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Führende Bundespolitiker haben auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund zu verstärktem Engagement gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Kanzlerin Merkel nannte den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke eine furchtbare Tat, die umfassend aufgeklärt werden müsse. Der Staat sei gefordert, auf allen Ebenen nach rechtsextremen Tendenzen zu schauen. Außenminister Maas sagte, man dürfe Deutschland nicht den Feinden der Freiheit mit all ihrem Hass überlassen. Sie wollen ein Zeichen setzen für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Eine kilometerlange Menschenkette von der Dortmunder Innenstadt bis aufs Kirchentagsgelände. Dort spricht heute Angela Merkel, eigentlich über Vertrauen in der internationalen Politik. Doch die Kanzlerin betont auch, wie sehr der Mord an Kassels Regierungspräsident und die Drohungen gegen Politiker ihr Sorgen machen. Es muss in den Anfängen bekämpft werden und ohne jedes Tabu, sonst haben wir einen vollkommenen Verlust der Glaubwürdigkeit. Und der ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir brauchen, Vertrauen. Und deshalb ist der Staat hier auf allen Ebenen gefordert und die Bundesregierung nimmt das sehr, sehr ernst. Auch Außenminister Maas hat dieses Thema mit auf den Kirchentag gebracht. Der Kampf gegen Hetze und Gewalt sei aber nicht nur Aufgabe des Staates. Auch unsere Gesellschaft muss deutlich machen, dass wir das nicht akzeptieren. Wer freitags für das Klima demonstriert, der muss eigentlich auch dafür demonstrieren, dass wir Deutschland nicht den Feinden der Freiheit überlassen. Mehr Engagement, weniger Gleichgültigkeit. Das wünscht sich auch die evangelische Kirche. Jeder und jede muss im persönlichen Leben ein klares Nein sagen zu solchen Einstellungen. Und wir müssen alle miteinander dazu helfen, dass die Verharmlosung des Rechtsextremismus ein Ende hat. Tag 4 des evangelischen Kirchentages mit dem lauten Ruf nach mehr Zusammenhalt und Zivilcourage. Mit einer Mahnwache haben mehrere hundert Menschen in Wolfhagen des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke gedacht. Sie wollten damit in dessen Heimatstadt ein Zeichen gegen Häme, Hetze und Rechtsextremismus setzen. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der Mord an Lübcke einen rechtsextremistischen Hintergrund hat. Auch in Kassel und anderen Städten gab es Kundgebungen. Im rheinischen Braunkohlerevier haben sich mehr als 10.000 Menschen an Demonstrationen für eine Klimawende und einen früheren Kohleausstieg beteiligt. Mit dabei auch mehrere tausend Anhänger der Schülerbewegung Fridays for Future. Zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei kam es, als Aktivisten des Bündnisses Ende Gelände Absperrungen durchbrachen und in die Grube des Tagebaus Garzweiler eindrangen. Sie hatten es angekündigt und haben ihren Plan umgesetzt. Mehrere hundert Demonstranten des Bündnisses Ende Gelände sind am Nachmittag in das Braunkohleabbaugebiet Garzweiler eingedrungen. Ihr Ziel, die Produktion wenigstens heute lahmlegen. Die Regierung versagt seit Jahrzehnten. Wir wissen, dass es die Klimakrise gibt. Trotzdem gehen die Emissionen nicht runter. Also machen wir das jetzt selbst mit unseren eigenen Körpern. Beim Durchbrechen der Polizeisperren sollen laut Gewerkschaft der Polizei mindestens 2 Beamte verletzt worden sein. Derzeit versucht man, die Demonstranten zum Verlassen der Grube zu bewegen. Es drohen natürlich auch Gefahren im Tagebau. Das heißt, jetzt hier überhetztes Einschreiten ist hier überhaupt nicht angesagt. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Situation erstmal statisch halten, um dann in Ruhe das hier abzuarbeiten. Betreiber RWE prangert die Aktion der Demonstranten als Hausfriedensbruch und illegal an und verweist darauf, dass man als Energiekonzern bereits Richtung Kohleausstieg unterwegs sei. Wir mindern unseren CO2-Fußabdruck in den letzten 6 Jahren um 60 Millionen Tonnen, das sind 34%. Zeigen Sie mir jemanden in Europa, der so viel CO2-Minderung schafft. Auch die gestern begonnene Blockade der Bahnstrecke zum Braunkohlekraftwerk Neurath dauert an. Ganz auf Aktion zivilen Ungehorsams verzichteten dagegen tausende Teilnehmer der Fridays for Future-Bewegung im nahegelegenen Erkelenz. Wir sind solidarisch mit dem Anliegen von Ende Gelände. Die sind auch gegen die Klimakrise, protestieren friedlich dagegen. Aber wir wählen ganz bewusst eine andere Aktionsform. Insgesamt forderten heute über 10.000 Menschen ein Umdenken beim Thema Energie.
Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Söder hat einen beschleunigten Kohleausstieg ins Gespräch gebracht. Bis 2030, 8 Jahre früher als im Kohlekompromiss vorgesehen. Nur so könnten die deutschen Klimaschutzziele erreicht werden, sagte Söder dem Münchner Merkur. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer wies den Vorstoß zurück. Mit Verweis auf die Braunkohlereviere in Sachsen und die Beschäftigten in der Branche sagte der CDU-Politiker, das Ausstiegsdatum 2038 sei vereinbart. Nach dem Aus für die deutsche Pkw-Maut könnten weitere Belastungen auf den Bundeshaushalt zukommen. Einem Bericht des Spiegel zufolge haben die ehemaligen Mautbetreiberfirmen Anspruch auf mehrere hundert Millionen Euro Entschädigung. Die Opposition will nun die von Verkehrsminister Scheuer inzwischen gekündigten Verträge mit den Firmen einsehen, bevor sich der Haushalts- und der Verkehrsausschuss kommende Woche mit der gescheiterten Maut beschäftigen. Seit Dienstag ist die vom Verkehrsminister geplante Pkw-Maut Geschichte. Der Europäische Gerichtshof brachte sie zu Fall und womöglich wird das für den deutschen Steuerzahler teuer. Zu bislang geplanten Ausgaben von insgesamt gut 142 Millionen Euro könnten Entschädigungsforderungen von zwei Unternehmen kommen, mit denen der Verkehrsminister Verträge schloss, obwohl das Gerichtsurteil noch ausstand. 300 Millionen Euro sollen es sein, meldet das Nachrichtenmagazin Spiegel. Wir haben ausdrücklich gefordert, das Urteil des EuGH abzuwarten. Insofern war das ein schwerer Fehler. Verkehrsminister Scheuer muss jetzt selber persönlich verantworten, dass der deutsche Steuerzahler hier massive Zahlungen leisten wird. Unverantwortlich sei es gewesen, diese Verträge 2018 abzuschließen, so auch die Grünen. Sie fordern vom Verkehrsminister die Herausgabe dieser Verträge vollständig in ungeschwärzter Form. Nur so sei abzuschätzen, wie teuer das Scheitern der Maut werden könnte. Das Verkehrsministerium bestätigt, das Schreiben erhalten zu haben. Ein Statement des Ministers sei aus Termingründen aber nicht möglich. Der Verkehrsminister weigert sich seit Monaten, die Verträge, die er bereits abgeschlossen hat, mit den Mautbetreibern rauszurücken. Und das ist ein großes Problem. Auch die Linke verlangt, die Verträge zu sehen und will, sollte der Verkehrsminister eine Aufklärung verweigern, noch weitergehen. Das ist inakzeptabel, gehört aufgeklärt, gegebenenfalls auch mit einem Untersuchungsausschuss. Am Mittwoch soll sich Minister Scheuer dem Verkehrsausschuss des Bundestages stellen. Vor Sitzungsbeginn wollen die Abgeordneten die Verträge geprüft haben. In Tirol gelten von heute an Fahrverbote an Wochenenden. Seit dem Morgen sind in dem österreichischen Bundesland mehrere Landstraßen gesperrt, damit Autofahrer Staus auf Autobahnen nicht umfahren können. Ziel ist es, die Ortschaften auf den Ausweichrouten zu entlasten. Das Vorgehen hat einen verkehrspolitischen Streit zwischen Bayern und Österreich ausgelöst. Der bayerische Ministerpräsident Söder fordert eine Klage gegen das Nachbarland. Tirols Landeshauptmann Platter verteidigte die Fahrverbote und sprach von einer Notmaßnahme. Straßensperre unweit des Innsbrucker Zentrums. Eine von insgesamt 10 Kontrollstellen, an denen österreichische Bundespolizei sich postiert hat. 4 Ausfahrten von Inntal- und Brennerautobahn werden kontrolliert, daneben Knotenpunkte wie dieser. Hier geht es rauf nach Patsch und Igels, schöne Schleichwege Richtung Südtirol, an denen es sich regelmäßig staut. Genau das will die Tiroler Landesregierung verhindern. Jedes Bergdorf soll erreichbar bleiben, auch für Rettungswagen oder Feuerwehr. Der sogenannte Ziel- und Quellverkehr darf weiterfahren. Ortsansässige werden sofort durchgewunken. Einige wenige aber müssen umkehren auf ihrem Weg Richtung Italien, zurück auf die Autobahn wie dieser Fahrer aus Bayern. Ja, und wir wollten heute eine gemütliche Reise machen mit dem Cabrio und nicht über die Autobahn fahren. Und macht man es halt auch wieder nicht richtig. 25 Euro Bußgeld zahlt, wer erwischt wird. Zahlt er nicht, droht ihm eine Anzeige. Bis Ende der Ferien sollen die Kontrollen an Wochenenden aufrechterhalten werden. Irgendwann aber will die Polizei abrüsten. Und wir nehmen an, dass sich natürlich diese Kontrollen auch natürlich durch die Medien dann herumsprechen werden, um künftig dann eher auf mobile Kontrollen umzusteigen. Die meisten Navis übrigens zeigen die aktuellen Sperrungen bereits an. Das Kraftfahrtbundesamt hat einen Rückruf von rund 60.000 Dieselfahrzeugen des Modells Mercedes-Benz GLK 220 angeordnet. Ein Sprecher des Daimler-Konzerns bestätigte einen entsprechenden Bericht der Bild am Sonntag. Demnach soll der Autohersteller bei dem Geländewagen eine illegale Abschaltvorrichtung zur Abgasmanipulation eingesetzt haben. Daimler bestreitet den Betrugsvorwurf. Der Verdacht gegen das Automodell wurde erstmals im April bekannt. Der Konzern hatte daraufhin angekündigt, den Sachverhalt zu prüfen.
Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin May haben sich die beiden Kandidaten Johnson und Hunt erstmals der konservativen Parteibasis präsentiert. Die etwa 160.000 Tory-Mitglieder sollen sich bis Ende Juli per Briefwahl für einen der beiden entscheiden. Bis dahin sind noch 15 weitere Regionalkonferenzen geplant. Zum Auftakt in Birmingham musste sich Johnson auch Fragen zu einem nächtlichen Polizeieinsatz vor seiner Wohnung stellen. Energiegeladen kommt Boris Johnson in Birmingham an. Er will über den Brexit reden, aber die Journalisten haben andere Fragen. Warum war die Polizei in der Nacht bei Ihnen zu Hause? Haben Sie nun alles verspielt? Auf jeder Titelseite wird heute über einen lautstarken nächtlichen Streit zwischen Johnson und seiner Partnerin berichtet. Auf der Bühne fragt auch der Moderator mehrfach, ob das Privatleben die Fähigkeit beeinflusse, Premier zu sein. Aus dem Publikum Buhrufe für den Moderator. Johnson weicht der Frage aus. Die Menschen wollen jemanden mit genug Entschlossenheit und Mut, den Brexit zu vollziehen und unsere Partei neu aufzustellen. Außenminister Hunt, der in Umfragen hinten liegt, gibt sich beim Brexit-Moderator. Anders als Johnson schließt er einen weiteren Aufschub nicht aus. Doch auch er würde einen ungeordneten Austritt in Kauf nehmen, um den Brexit zu retten. Wenn wir gar nicht austreten, wäre das aus politischer Sicht eine viel größere Gefahr für das Land als die wirtschaftlichen Folgen eines No-Deal-Szenarios. Bis Ende Juli entscheiden die etwa 160.000 Parteimitglieder, wer neuer Parteichef und damit Premierminister wird. Nach dem nächtlichen Polizeieinsatz stellten Johnsons Kritiker seine Tauglichkeit als Premier wieder einmal in Frage. Doch für die meisten Parteimitglieder in Birmingham hatte das Thema heute keine Priorität. Sie wollen den schnellen Brexit. Außenminister Hunt lieferte einen soliden Auftritt ab, doch Johnson bleibt klarer Favorit. Die deutschen Frauen haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainerin Vos Tecklenburg schlug in Grenoble Nigeria mit 3:0. Freude und Erleichterung nach dem vierten Sieg im vierten WM-Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. Gegen Nigeria die DFB-Auswahl in den weißen Trikots von Beginn an dominant. Eckball Magull, Pop, die Führung in der 20. Minute, das 48. Länderspieltor von Alexandra Pop. Kurz danach dieses Foul an Magull im Strafraum, Konsequenz Elfmeter für die deutsche Mannschaft. Debritz behält die Nerven, das 2:0 gleichzeitig der Pausenstand. Beste Stimmung auf den Rängen, vor allem unter den deutschen Fans in Grenoble. Im zweiten Durchgang verwaltet das DFB-Team lange Zeit den Vorsprung, wenig Chancen auf beiden Seiten. Die beste nigerianische Möglichkeit vergibt Operanosi. Kurz vor dem Ende der Partie macht es auf der anderen Seite Schüller besser. Tor Nummer 9 im 16. Länderspiel, eine fantastische Quote. Mit 3:0 gewinnt Deutschland gegen Nigeria und trifft nun im Viertelfinale auf den Sieger der Partie, Schweden gegen Kanada. Die Lottozahlen. 10, 11, 12, 21, 30, 49, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Die 125. Kieler-Woche ist eröffnet. Bundesfamilienministerin Giffey gab am Abend das traditionelle Startsignal. Zum weltgrößten Seglertreffen werden 4000 Sportler aus 60 Nationen erwartet. Die zahlreichen Veranstaltungen sollen bis nächstes Wochenende 3 Millionen Besucher anlocken. Kommenden Samstag heißt es dann Leinen los für die Windjammerparade zahlreicher Groß- und Traditionssegler. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 23. Juni. Morgen scheint unter Hochdruckeinfluss verbreitet die Sonne. Ein kleines Tief über den Alpen sorgt heute Nacht im Süden Deutschlands aber noch für unwetterartige Gewitter mit ergiebigen Regenfällen. Für Teile Bayerns und Baden-Württembergs bestehen entsprechende Warnungen. In der Mitte und im Norden funkeln dagegen vielerorts die Sterne. Morgen ist es im Süden zunächst noch wolkig und es gibt einzelne Schauer und Gewitter, sonst verbreitet sonnig. Im Süden heute Nacht örtlich bis 17, an der dänischen Grenze nur frische 8 Grad. Morgen Werte von 20 Grad an der Ostsee bis 31 Grad am Niederrhein. Am Montag sorgen Sonnenschein und heiße Sahara-Luft dann schon häufiger für Werte über 30 Grad. In den folgenden Tagen nähern wir uns dann sogar der 40-Grad-Marke. Neue Hitzerekorde sind sehr wahrscheinlich.
Um 23.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Nächtlicher Polizeieinsatz bei Boris Johnson. Welche Auswirkungen hat der Vorfall auf das Rennen um den Tory-Vorsitz? Und wenn Schlittenhunde über Wasser laufen. Ein Bild und seine Geschichte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.